Was übrig geblieben und auf abenteuerliche Weise von Leidensgefährten gerettet worden ist, sind 57 Gedichte. In ihnen versucht sie, die Wirklichkeit, an der sie zerbrach, zu verwandeln in eine Arche Noah, ausgesetzt, aber mit Hoffnung auf Rettung. Gedichte, die ein Stück Weltliteratur sind, aber die Welt kennt sie nicht. Letztes Gedicht, das Selma Meerbaum-Eisinger als 17-Jährige ein Jahr vor der Deportation schrieb. Du, weißt du, wie ein Rabe schreit und wie die Nacht erschrocken bleich nicht weiß, wohin zu fliehen? Wie sie verängstigt nicht mehr weiß, ist es ihr Reich, ist es nicht ihr Reich? Gehört sie dem Wind oder er ihr? Und sind die Wölfe mit ihrer Gier nicht zum Zerreißen bereit? Du, weißt du, wie der Wind schrill heult und wie der Wald erschrocken bleich nicht weiß, wohin zu fliehen? Wie er verängstigt nicht mehr weiß, ist es sein Reich, ist es nicht sein Reich? Gehört er dem Regen oder der Nacht? Und ist der Tod, der schauerlich lacht, nicht sein allerhöchster Herr? Du, weißt du, wie der Regen weint und wie ich geh, erschrocken, bleich, nicht weiß, wohin zu fliehen? Wie ich verängstigt nicht mehr weiß, ist es mein Reich, ist es nicht mein Reich? Gehört die Nacht mir oder ich? Gehöre ich ihr? Und ist mein Mund so blass und wirr? Nicht der, der wirklich weint.